Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, und wenn man sich an etwas gewöhnt hat, dann fallen einem Veränderungen nicht so leicht. Wenn ich mir dann aber das Chaos hier bei mir im Keller anschaue, im Kellervorraum und auch im Wohnzimmer, dann ist es aber wirklich Zeit für eine Veränderung, auch wenn es mir schwerfällt. Und wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich mir einen guten 3D-Drucker geholt habe, um für euch tolle Produkte zu erstellen. Für die 3D-Drucker braucht natürlich die Druckerplatz, das Filament muss irgendwo gelagert werden, ich brauche Verpackungskartons, Füllmaterial und. Deswegen steht heute ein kleiner Umzug an. Und der Plan ist jetzt im Prinzip, dass ich hier den Platz für die 3D-Drucker und Filament und so weiter alles leer mache, damit ich das umziehen kann. Und der ganze Krempel, der hier steht, der soll dann wiederum hier alles hin. Ja, und dafür gehen wir jetzt aber am besten erstmal einkaufen. Aufpucktsteckdosen. Nehmen wir immer hier die günstigen, die reichen. Ja, nehmen wir 4 Stück von. Und 2 so Kabelröhrchen. Die nehmen wir mal auch noch mit. Dann auf. Könnte ich auch mal wieder meine Vago-Klemmen hier auch mal wieder auffüllen. Ja, dann werden wir hier mal noch gleich 3 von diesen Sandsteinplatten nehmen. Die werden hier als Unterlage für die 3D-Drucker hinterher gebraucht, um die Geräusche halt zu reduzieren. Alles drin, ab nach Hause, den ganzen Krempel in den Keller tragen. Und was nun folgte, ist ein verzweifelter Versuch, dieses Chaos ja irgendwie zu verbessern. Naja, schauen wir mal, ob das auch klappt. Mein bester Kumpel, der Andi, ist ja auch mein Elektriker. Der hat damals meine Server mit einer separaten Sicherung und auch Leitung ausgestattet. Und deswegen brauchte ich eigentlich nur von der Verteilerdose ein neues Kabel ziehen. Und da die Rohrleitungen auch schon lagen, brauche ich nur zusätzliche Clips anstecken. Naja, 2 Rohre mussten dann noch installiert werden, also erstmal ein paar Löcherchen gebohrt. Übel rein, dann die Klipse montiert, ja, Maß genommen und dann konnte ich das Röhrchen auch schon zusägen und dann auch einfach die Dinger schon wieder reinklipsen. Ist ja eigentlich recht easy. Ja, und dann habe ich noch irgendwie das Kabel durch die Rohre durchgewuschelt. Das ist irgendwie immer einfacher gedacht als getan. Naja, aber es hat schon funktioniert. Und in der Zwischenzeit hat der Andi dann schon mal die Kabelbrücken für die Steckdosen vorbereitet. Das macht doch eigentlich der Andi. Ja, okay. Naja gut, ich glaube, ihr wisst jetzt mittlerweile, wie das mit dem Andi so funktioniert. Tja, und was nun folgte, war eigentlich eine coole Idee, weil ich konnte ja alles auf Holz schrauben, war ja einfach. Die Steckdosen waren vorbereitet, da brauchte ich eigentlich nur noch die Kabel dazwischen irgendwie friemeln und dann sollte das doch eigentlich alles relativ einfach gehen, oder? Naja, normalerweise montiert man ja solche Aufputzsteckdosen ja an der Wand und nicht wie jetzt hier unter der Decke oder in einem Regal. Und an der Wand, da sieht man ja auch viel mehr. Ich habe dann irgendwann mit einem iPad geguckt, ob diese Einsätze richtig stecken, weil ich halt dann da ja die Verkleidung nicht drauf bekommen habe. Ja, und meine Güte, das wurde immer wärmer, ich wurde immer aggressiver und dann passierte... Mann! Scheiße! Die Kacke nur einfallen lassen, ey! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Mann, Scheiße! Real Talk, wie konnte ich mir nur so einen Kack einfallen lassen, ey? Der Öhne, der kleinen Butze hier, wie bescheuert. Man sieht die ganze Zeit nichts. Ich hab versucht, da ein iPad drunter zu legen, um was zu sehen. Mann, oh Mann, oh Mann, was für ein Gefummel, was für ein Gefummel, ey. Boah, kein Bock mehr, du. Ich hab jetzt hier mal von dem Ding hier, da die... Klappen abgemacht, die brauche ich am Ende eh nicht. Ich habe jetzt hier das iPad mal ein bisschen anders positioniert. Und so wie das jetzt für mich hier auf dem iPad aussieht, sitzt die Stutzen da jetzt durch. Ich probiere jetzt den Deckel nochmal neu aufzusetzen. Ja, ja, ja.
Naja, und bevor du dich jetzt fragst, warum regt er sich denn überhaupt auf? Will er die Story hier nur wieder künstlich aufbauschen? Nee, ich so als nicht so ganz schlanker Mensch, ich passe nicht so in diesen Regal rein. Ja, so skinny Bitches könnten sich da vielleicht in das Regal reinlegen und das von unten dann sehen, aber ich konnte einfach nicht sehen, was ich da mache. Naja, als ich dann den Trick mit dem iPad raus hatte, dann ging es halt auch relativ simpel. Was hier auch alles noch ein bisschen erschwert, gerade bei diesen mittleren Dosen, ist halt hier, moin, dieser Balken. Zeig euch das mal. Der ist halt genau hier auch noch in der Mitte dazwischen. Ich muss hier mal rumgreifen. Naja, komm, auf zum Endgegner. Ja, bei der letzten Steckdose, da mussten natürlich jetzt dann noch zwei Leitungen angeschlossen werden. Ja, aber ich habe mir das iPad dann noch ein bisschen erhöht gelegt, ja, und dann war es auch eigentlich relativ gut machbar. Ja, jetzt haben wir es geschafft, 4 Doppelsteckdosen zu montieren. Kabel geht da oben an die Wand, ja, und wenn der Andi kommt, der kommt auch noch, dann schließt er mir hier noch das Stromkabel hier an die Verteilerdose an. Ja, in der Zwischenzeit können wir schon mal umräumen, würde ich sagen. Ja, denn der ganze Krempel, der bei mir jetzt in der Werkstatt ist, der soll ja da unter die Treppe. Also habe ich das erstmal da das Komödchen rausgeholt und das passt dann zufällig auch dann halt in den Serverraum, nenne ich ihn jetzt mal. Das Ganze halt alles wieder umsortiert, mal sauber gemacht, die alte Kabellage halt entfernt, ja, und dann flogen mir auch noch die Latten da um die Ohren. Eieiei, naja, es konnte dann auch auf jeden Fall wieder weitergehen. Da meine Werkstatt komplett ja belegt war, musste ich improvisieren. Mit dieser alten Werkbank und mit einer Handsäge konnte ich dann die Dachlatten aufs Maß schneiden, die ich dann halt an die Wand anbringen wollte. Schwuppdiwupp habe ich erst ein paar normale Löcher gebohrt und dann noch welche mit dem Crack Pocket Hole System. Damit kann ich dann nämlich später die Arbeitsplatte festschrauben, damit die nicht wieder rausrutschen kann. Also musste ich meinen Nachbarn dann wieder ein bisschen ärgern, mir die Latte dann erstmal an die Wand gehalten, Wasserwaage ausgerichtet und dann halt die drei Löcher erstmal angeschlagen. Dann kann man das Brett wegnehmen und dann sehe ich ja hier auf der wunderbar gestrichenen Wand halt die Vorbohrung und dann Bohrung setzen, Dübel rein und dann kann auch die Latte verschraubt werden. Und jetzt musste ich noch ein Tischbein improvisieren. Naja, ein ganz cooler Trick ist, man kann einen Zollstock auch als 90 Grad Winkel nehmen zum Anzeichnen davon. Ja, abschneiden mit der Japansäge. Ja, dann noch ein paar Pocket Holes bohren, die Platte. Nee, Moment mal, ich muss ja erstmal noch eine Aussparung für die Heizung machen. Na, da kann ich auch gleich mal meine Stichsäge ins Rennen werfen. Ja, und jetzt kommt die Platte natürlich drauf und wieder in für euch lustigen und für mich eher unvorteilhaften Positionen konnte ich dann auch halt die Pocket-Hole-Schrauben setzen, damit die Platte nicht wieder rausrutscht. Und dabei habe ich dann auch gleich noch das improvisierte Tischbein montiert und ja, ich verspreche, das wird nicht bleiben, das tausche ich noch aus, ja, ehrlich, ich verspreche es. Verschmiert, schmutzige Sachen hier mit der Linse gemacht wurden. So, nächster Tag, ihr seht es hier am T-Shirt, ich brauchte gestern mal eine Pause. Das hat nicht funktioniert. Das Chaos ist jetzt hier zum größten Teil gebändigt. Dann können wir nämlich jetzt hier endlich uns diesem Raum hier widmen und schauen, dass die 3D-Drucker auch wieder an den Start gehen. Und wie von Geisterhand haben sich dann die schweren Steinplatten auch nach unten gebeamt. Ja, natürlich nicht, ich war schweineschwer und ich habe mir unheimlich einen abgeschleppt. An der Bandsäge habe ich dann halt eine von den alten Gummimatten in Streifen geschnitten, damit ich die dann halt unter die Steinplatten legen kann. Damit ich auch später mal die Erleuchtung bekomme, habe ich dann erstmal eine LED-Lampe hier montiert und danach ein Problem eliminiert, was ich hätte schon vorher machen sollen, nämlich diesen Mittelsteg. Dafür habe ich mir dann erstmal rechts und links zwei Latten festgemacht mit Pocket Holes und dann das mittlere Ding einfach weggesägt, Schraube raus, ja, und dann war es auch schon einfach und die Drucker konnten endlich einziehen. Das sieht doch mal ordentlich aus. Alles an seinem Platz, da wo es hingehört. Die Kabellage auch mal irgendwie so dahin improvisiert. Ja, die Filamentrollen habe ich dann ganz, ganz einfach befestigt. Dachlatte, Loch durch Besenstiel. Dann habe ich oben dann solche Häkchen gemacht, wo das Filament durchgeht. Funktioniert einwandfrei. Ja, das Filament hat auch seinen Platz gefunden. Und ihr seht, ich habe hier schon einiges an Vorrat. Und da habe ich auch gleich dann noch meine Metallleiste angebracht, wo ich die ganzen Bestellungen von euch unterbringe. Ja, kleinen Platz für so Körbchen, wo die fertig gedruckten Sachen reinkommen, habe ich jetzt auch. Ja, so kann es sich doch arbeiten lassen. Ja, die 3D-Drucker haben jetzt auf jeden Fall hier endlich ihren neuen Platz gefunden. Die ganzen Sachen sind jetzt auch verstaut. Ich werde jetzt noch ein bisschen aufräumen, einmal fegen, dann bin ich fertig. Wenn dir dieses etwas andere Video, ist ja quasi mehr ein Vlog, gefallen hat, würde ich mich mal ein Like echt freuen. Und dann bin ich mir noch sicher, dass dir das Video hier auch gefallen wird. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und verbleibe bis dann. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.